Herzlich willkommen zu TUI Snapshot. Von Hoteldirektorin Tina Grünold haben wir etwas über den Hotelbetrieb in Zeiten von Corona erfahren. Heute wollen wir wissen, wie das Sport- und Entertainment-Programm in Zeiten von Corona aussieht und aussehen kann. Jan-Hendrik Karliczek wird mir meine Fragen beantworten. Er ist der stellvertretende Hoteldirektor und mitverantwortlich für das Entertainment- und Unterhaltungsprogramm im Robinson Club Cala Serena auf Mallorca. Hallo Jan. Hallo Cousin. Jan, der Robinson Club Cala Serena ist seit wenigen Wochen geöffnet. Wie habt ihr euch auf die neue Saison vorbereitet? Wie hast du den Neustart miterlebt? Gerade bei uns im Entertainment gab es natürlich viele Neuerungen, auf die wir uns einstellen mussten und auf die wir auch unsere Mitarbeiter einstellen mussten. Und davon lebt aber auch das ganze Konzept Kreativität und Spontanität. Und deswegen konnten wir alle Programme auch so gestalten, dass wir viele Sachen leicht verändert umsetzen konnten. Robinson Clubs sind bekannt für ihr vielfältiges Unterhaltungs- und Entertainment-Programm. Es gibt jetzt aber auch einige Veränderungen. Was konkret ist neu? Worauf müssen sich Gäste einstellen? Genau, also wir haben gerade im Sportbereich mussten wir auf einige Sportarten natürlich verzichten, die jetzt den direkten Kontakt, wo wir den direkten Kontakt zwischen den Gästen nicht vermeiden könnten. Das ist zum Beispiel Beachvolleyball und Fußball, wo wir aber tolle neue Konzepte auch entwickelt haben und auf andere Sportarten einfach zurückgreifen, die sehr, sehr viel Spaß machen und die auch in der Vergangenheit vielleicht etwas zu kurz kamen. Wie zum Beispiel Beachtennis, wo wir jetzt den Beachvolleyballplatz umfunktioniert haben. Das ist nur ein Beispiel und so geht es eigentlich durch den ganzen Tag. Wie sieht das bei der Kinderbetreuung aus? Ja, gerade in der Kinderbetreuung sind wir natürlich besonders darauf bedacht, die Sicherheit und trotzdem den Spaß der Kinder in den Fokus zu setzen. Und es sind ein paar kleine Sachen, auf die wir achten müssen und auf die wir ganz streng achten, gerade im Kinderbereich. 10 Kinder zum Beispiel maximal im Programm zu haben. Wir haben die Kapazitäten begrenzt und man muss sich auch vorher für die Programme anmelden. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir im Robbyclub uns auch auf die Bedingungen, auf die Kinder besser einstellen können und haben dementsprechend natürlich auch das Personal angepasst. Jan, und wie reagieren die Gäste auf das veränderte Programm? Wir haben sehr, sehr viel Feedback und sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen und die Gäste freuen sich gerade sehr viel draußen zu sein. Auch das Abendentertainment, vieles findet einfach outdoor statt und das ist natürlich eine tolle Sache, gerade im Sommer, wenn ich auch am Abend im T-Shirt die Show vielleicht nicht in einem Indoor-Theater, sondern nach draußen gezogen trotzdem genießen kann. Jan, vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenfalls.